Ein herzliches Willkommen bei Amazing Discoveries. Wir haben heute eine kleine Studiorunde, einen Dialog in unserer neuen Sendung Eisberg voraus. Wir wollen heute Fragen zur Corona-Krise beantworten. Wir haben viele Fragen bekommen. Ich habe viele per E-Mail bekommen, auch hier bei Amazing Discoveries. Und wir wollen auf diese Fragen heute eingehen. Mit mir im Studio ist Olaf Schröer, der mit uns heute diese Themen behandeln wird. Herzlich willkommen, Olaf. Schön, dass du da bist. Ja. Und ich freue mich darauf, dass wir diese aktuellen Themen behandeln können, dass wir heute über die Corona-Krise sprechen können. Und wir wollen das so machen, das ist ein Format, wir wollen es so erweitern, dass wir demnächst in dieser Sendung Eisberg voraus sogar in der Lage sein wollen, live Fragen mit zu beantworten. Bis jetzt haben wir nur Fragen hier, die wir von Zuschauern bekommen haben, die uns bei Amazing Discoveries erreicht haben. Über die wollen wir jetzt heute sprechen. Und wir wollen in folgenden Wochen, wollen wir mal schauen, ob wir das irgendwie so hinkriegen können, dass wir wirklich auch euch live dazuschalten können, dass wir wirklich einen großen Dialog haben können. Heute sozusagen die Fragen, die wir haben, über die wollen wir behandeln, was es mit der Corona-Krise auf sich hat, wie wir da heute zu stehen. Da gibt es einige Fragen dazu, über die sprechen wir jetzt. Und vielleicht kann ich gleich die erste Frage, die auf uns zukam, einen Zuschauer hat gefragt, steht das Ende der Welt unmittelbar bevor? Ja, ich denke, wenn wir die Frage von der Bibel her betrachten, dann müssen wir sagen, so unmittelbar ist es immer zu sagen, nein, natürlich nicht. Mhm. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass bevor das Ende der Welt kommt, übrigens Ende der Welt, ist nach der Bibel nicht unbedingt ein Atomkrieg oder irgendwas, das hier alles auseinanderbricht, sondern Ende der Welt ist Jesu Wiederkunft. Mhm. Und Jesu Wiederkunft wird noch nicht morgen sein und übermorgen auch nicht. Denn wir können in der Prophetie genau sehen, wo wir stehen. Wir haben einen prophetischen Ablauf der ganzen Weltgeschichte von über 2500 Jahren. Und wir können sehen, das ist alles schon geschehen. Und das meiste ist schon passiert. Das ist ganz richtig. Und wir können es sehen, wir stehen in der Endzeit, in der letzten Zeit, mhm. kurz vor Jesu Wiederkunft. Aber es sind noch ein paar Dinge, die zwischen jetzt und der Wiederkunft noch geschehen werden. Mhm. Und wir sehen, dass die Corona-Krisenereignisse sicherlich damit zusammenhängen. Aber sie könnten eine Einleitung sein für die letzten Dinge. Aber es ist noch nicht so, dass gleich morgen Jesu Wiederkunft oder das Weltende wäre. Man kann nur sagen, es rückt in nähere Zukunft, aber nicht unmittelbar bevor. Genau, das ist auch irgendwie so ein bisschen das Schöne daran, oder? Also umso mehr die Krisen zunehmen, finde ich, auf der Welt, umso eher kann man sagen, wir sind bald zu Hause. Natürlich, genau. Deswegen, die Krisen sind für die Menschen immer etwas, was manchmal plötzlich kommt, was sie erschreckt, wo mhm. Angst aufkommt. Und für uns sind Krisen natürlich auch nichts Schönes, aber für uns ist immer ein Zeichen, Jesus kommt. Denn Jesus hat gesagt, dass die Krisen zunehmen werden vor seiner Wiederkunft. Und das ist für uns ein Zeichen, je dichter die Krisen kommen, desto dichter ist Jesu Wiederkunft. Mhm. Genau, also als Weltende wollen wir das noch nicht bezeichnen, diese Corona-Krise, diese Epidemie, die gerade umläuft. Wie ist das überhaupt? Also eine Zuschauerfrage war, sehen wir zurzeit tatsächlich eine der tödlichsten je dagewesenen Pandemien? Also wenn wir jetzt uns Corona uns angucken, was gerade passiert auf der Welt, also hat ja wirklich, also eine Pandemie unterscheidet sich ja im Gegensatz zu einer Epidemie dadurch, dass sie wirklich weltweit ist. Und wir sehen wirklich weltweit in vielen Ländern, sehen wir das ja. Also Krankheiten laufen da um oder diese Covid-19-Krankheit. Viele Länder haben ihre Grenzen zugemacht und. Also da ist wirklich was los. Ist das die tödlichste, größte je dagewesene Pandemie? Ich meine, eine Pandemie ist es. Wie groß sie noch wird, weiß kein Mensch. Denn wir wissen und wir sehen, wir stehen relativ am Anfang dieser ganzen Geschichte. Und da das meistens exponentiell verläuft, auch wenn man die letzten Wochen mal zurückverfolgt, die Ansteckungen, auch die Sterberate und die Sterbehäufigkeit, weiß man nie genau, wie das in wenigen Wochen oder Monaten aussehen wird. Mhm. Deswegen kann man, aber nach den jetzigen Maßstäben ist es sicherlich nicht die größte. Es gab sicherlich noch größere, die Pest im Mittelalter und die spanische Grippe vor gut 100 Jahren. Die spanische Grippe waren bis zu 50 Millionen Tote und so weit sind wir noch lange nicht mit der Corona-Geschichte. Aber dass es sich zu einer sehr heftigen Pandemie entwickeln könnte, das ist sicherlich möglich. Aber das ist schwer vorauszusagen, weil wir, wie gesagt, erst am Anfang dieser ganzen Geschichte stehen. Es könnte auch genauso sein, dass sich das Ganze wieder abebbt und dass es, bevor es ganz groß wird, dass es auch in einem gewissen kleineren Rahmen irgendwo bleibt. Aber das kann man erst in wenigen Wochen sagen. Ich fand es ganz spannend, als ich darüber gehört habe, über diese verschiedenen, ich hatte mir Gedanken gemacht über die verschiedenen Epidemien oder sogar Pandemien, die umliefen. Ja. Als ich über die spanische Grippe gelesen habe, die war ja 1918 bis 1920, da habe ich mir die alten Bilder mal angeguckt, also in den USA und in Europa. Und man sieht die Leute da wirklich mit so einem Mundschutz rumlaufen. Also man hat ein Déjà-vu, wenn man das sieht. Ja, aber die Polizisten auf den Straßen stehen alle mit Mundschutz dort. Richtig.
Interessanterweise waren damals, was ich bemerkenswert fand bei dieser spanischen Grippe, waren die Menschen, die gestorben sind. Also hat weder Kinder noch Alte getroffen, sondern die meisten Menschen waren zwischen 20 und 50. Also anders als es jetzt bei dieser Corona-Krise sozusagen ist. Da trifft es ja meistens Alte und Kranke, die sterben. Richtig, richtig. Ja. Die Symptome sind ja tatsächlich sehr ähnlich wie eine Influenza. Ja, es gibt Parallelen sicherlich, gerade zur Influenza. Und man weiß auch noch nicht genau, wie die Todesraten am Ende höher oder niedriger sind wie bei der Influenza. Es kann natürlich auch, könnte noch größer werden, aber weil wir noch nicht am Ende sind, ist das schwierig. Ne? Mhm. Aber was man sicherlich sagen kann und sehen kann, es ist eine Krankheit, die sehr gefährlich ist, weil die Ansteckungssache sehr, sehr hoch ist. Also erstens, dass man den Virus in sich haben kann und bis zu 14 Tage vielleicht den Virus hat und man merkt es gar nicht. Und dann wird man erst krank. Mhm. Und in diesen 14 Tagen hat man schon an alle möglichen 1000 andere Leute den Virus verteilt. Dass der Virus auch übertragen wird, auch sehr, sehr, auch teilweise über Oberflächen, ja, und auch sehr, ja, und auch es gibt auch neuere Berichte aus den USA, die sagen, dass sogar in der Luft, der Virus in der Luft sich bis zu 3 Stunden hält und krank machen kann. Von daher ist die Stärke der Ansteckung ist sehr hoch, aber wie stark der Verlauf und auch die Krankheitsrate dann ist, das wird man erst im Laufe der Zeit sehen. Und da kann man nur hoffen und darum beten, dass es nicht zu sehr heftig wird. Mhm. Wobei die Hoffnung von vielen Politikern ist ja, dass wir wirklich so eine Art Durchseuchung von 70% bekommen. Ja. Also wenn 2/3 der Menschen angesteckt sind, müsste eigentlich sozusagen die Ansteckungsrate abnehmen. Ja, ja. Die Hoffnung ist ja, dass unser Immunsystem dadurch, also ja, sich dagegen stellt, dass wir Antikörper entwickeln. Richtig. Das Problem ist nur das, dass die meisten Influenzas einige Experten, Virologen von der Coronavirus-Geschichte, dass der Virus sich verändern kann. Mhm. Nach einem Jahr kann er sich auf einmal selbst mutieren. Und dann nützt dein Schutz nichts mehr. Wenn du schon einmal krank warst, dann kannst du nochmal krank werden, weil dieser neue mutierte Virus kann dich wieder befallen. Und von daher, du bist zwar gegen den ersten Virus, ist man dann immun, das ist richtig. Ja? Aber wenn ein zweiter und dritter kommt, dann kommt eine neue Welle. Das ist so vergleichbar mit der Influenza wahrscheinlich. Irgendwie mutiert ja auch ständig dieses Virus. Die mutiert auch ständig und deswegen kannst du auch jedes Jahr wieder neu krank werden. Ja? Mhm. Das ist auch das Problem mit den Impfungen. Also, wenn man sich dagegen impfen lassen will, das bringt relativ wenig, weil im nächsten Jahr ein neues Virus da ist. Ja, richtig. Mhm. Ja. Jetzt, wir hören ja so viel über die, jetzt momentan, also gerade in den Medien, ich kriege, glaube ich, jeden Tag neue WhatsApp-Nachrichten von irgendwelchen Nachrichten, selbst Ärzten und Politikern, Wirtschaftsexperten, also die alle was dazu zu sagen haben, irgendwie zu dem Coronavirus, zu der großen Krise, zu der Angst im Volk, die gerade da ist, nicht nur in Deutschland, in Europa, weltweit. Und ich weiß, vielleicht geht es dir wie mir, du kriegst wahrscheinlich auch so viele Nachrichten. Was glaubt man davon und was nicht? Also wo machen wir da, wo unterscheiden wir da? Ja. Und das Problem ist dabei auch noch, dass die Informationen, es gibt öffentliche Informationen, die man von den öffentlichen Medien bekommt. Dann gibt es andere Informationen im Internet, meistens alternative Medien. Und die alternativen Medien sind oftmals Informationen, die im Gegensatz stehen zu den öffentlichen Medien und selbst die anderen alternativen Medien widersprechen sich teilweise gegenseitig auch wieder. Mhm. Ja? Und das ist manchmal so schwierig. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, wem vertraue ich? Denn wir alle kennen das Virus nicht und keiner hat das bis jetzt durchgemacht und keiner hat Erfahrung damit. Das heißt, wir müssen uns irgendwo verlassen auf irgendwelche Informationen, wo wir sagen, dem vertraue ich jetzt. Warum vertraue ich jetzt dem Virologen oder dem Medium nur vielleicht, weil der was sagt, was vielleicht ich mir besser vorstellen könnte? Oder ist das der Maßstab? Interessant ist zum Beispiel auch, ich denke noch im Januar und selbst im Februar noch. Da war schon in China die Krise da und im Februar war sie in Italien schon da, begann auf jeden Fall. Und unsere Politiker sagten alle, die Medien sagten, kein Problem, wir haben alles im Griff, keine Sorge, regt euch nicht auf. Und alles wie zuvor, wir müssen nichts tun und es ist alles in Ordnung, wir sind gut vorbereitet. Und auf einmal, kaum ist der Virus da, sagen jetzt genau das Gegenteil. Es ist gefährlich und wenn wir jetzt nichts machen und die Welt bricht zusammen und ja, alles Mögliche. Das heißt also, die meisten Menschen haben doch in ihren Köpfen, es ist nicht gefährlich, es ist nicht problematisch und auf einmal gibt es die Ausgangsbeschränkung und jeder fragt sich, warum haben wir das, wenn doch die Politik noch vor 2 Wochen gesagt hat, es ist nicht gefährlich. Also das heißt, die Politik und die Medien widersprechen sich selbst.
von dem, was Sie gesagt haben. Jetzt sagen Sie, ja, das haben wir selber nicht geahnt, aber man hat es doch schon gewusst. Man musste nach Italien gucken und nach China. Deswegen, die Erfahrungswerte waren ja schon da, wir waren ja nicht die Ersten. Wenn die Chinesen sagten, wir sind überrascht worden, kann man sagen, okay, gut, wir waren die Ersten. Aber wir haben ja schon gesehen, was in China und Italien passiert ist. Deswegen, ich denke, es gibt auch sehr viele Fake News, das heißt sehr viele Berichte. Und ich würde immer sagen, alles, was in Extreme geht, ist mit Vorsicht zu genießen. Wenn also jetzt Virologen sagen, es ist überhaupt kein Problem und der Virus ist gar nicht gefährlich und es ist alles nur überzogen, das ist problematisch. Ich denke, sicherlich ist er auch gefährlich und sicherlich ist da auch was dran. Genauso ist, denke ich, die Panikmache, wenn man sagt, es ist noch viel schlimmer, ja, und man müsste noch viel mehr machen, ja, und die Welt geht morgen unter, wenn wir heute nicht das und das. Also ich denke, das ist beides problematisch. Und ich denke, bei manchen Dingen, ich höre viele Sachen schaue ich mir an, und bei manchen Dingen sage ich einfach, gut, ich höre es, aber ich muss mir keine Meinung dazu bilden. Ich kann es aber abwarten. Ja, und wenn man abwartet, dann sieht man, in einigen Wochen sieht man, wohin das läuft, wo ich sicherlich Stellung dazu nehmen kann. Das ist, wenn ich sehe, dass Dinge geschehen im Zusammenhang mit der Corona-Krise, wie zum Beispiel der Wirtschaftszusammenbruch, den es gibt, der Wirtschaftsstand, der Stillstand und daraus folgende Problematiken, und dass die mit der biblischen Prophetie irgendwo dann auch da hat. In der biblischen Prophetie haben wir ein Guideline, eine Grundlage, wo man sehen kann, da haben wir einen festen Maßstab. Und dann kann man gucken, wo gibt es in der Corona-Krise Dinge, die man damit verbinden kann. Auf einmal merkt man, da gibt es Verbindungen, ja, da gibt es Entwicklungen, ja, und das ist interessant. Das ist, glaube ich, hilfreich, sich am prophetischen Wort zu orientieren. Ja. Also wir wissen, das prophetische Wort ist immer eingetroffen. Ja. Und wenn wir schauen, was liegt noch in Zukunft davon? Ja. Das ist halt interessant. Geist der Weissagung, Bibel, wenn wir das uns angucken, was sagt Christus denn, wie wird es vor seiner Wiederkunft sein? Ja. Er sagt auch von solchen. Also wir wissen, das sind so Zeichen, also wir werden zunehmend zum Ende der Zeiten auch mit Seuchen rechnen müssen. Ja. Ja. Auch mit Kriegen, mit Hungersnöten sogar. Ja. Also es geht auch viel um. Ja. Es ist natürlich immer so die Sache, also man wird geradezu gespammt heute sozusagen mit anderen Nachrichten. Ja, ja. Und vielleicht ist es wirklich der richtige Weg, die Sachen am Worte Gottes zu verifizieren. Also was können wir noch einordnen und sagen, ja, das sieht wahrscheinlich so aus. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, naja, wahrscheinlich, also diese Panikmache, die erleben wir auch immer wieder. Also Panikmache zum Beispiel jetzt, gerade wir saßen ja jetzt vor kurzer Zeit, saßen wir hier zusammen und haben uns über die Weltklimakrise unterhalten. Ja. Da war ja auch ganz viel mit Panikmache in der Welt. Richtig. Das haben wir Leute bewusst genutzt sozusagen, um da irgendwie Panik zu schüren. Und damit können wir, glaube ich, auch rechnen, jetzt bei sowas. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir eine Zuschauerfrage bekommen, die heißt, sollten wir Vorräte hamstern? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt eine Situation, eine Aussage, wo Ellen White sagt, wir sollten keine Vorräte für die letzte Zeit uns anlegen. Weil wenn die letzten Dinge kommen, letzte Trübsalzeit kommt, dann werden Feinde uns das wegnehmen oder auch das wird von Würmern oder sonst schlecht werden und so weiter. Und von daher sollen wir uns für letzte Zeit keine Vorräte anschaffen. Wobei wir da noch nicht sind, oder? Richtig, genau. Und zwar, die Frage ist, warum sagt sie das? Und zwar, sie hat ja einen Traum gehabt, Ellen White, wo sie mal gesehen hat, wie die Gläubigen auf dem Weg zur neuen Welt, zum neuen Jerusalem waren. Und zuerst sind sie mit Pferdewagen und Fuhren weggefahren und dann wurden die Zeiten schwieriger und dann sind sie auf einem Weg gefahren, der war relativ schmal und links war eine steile Wand und rechts ging es steil senkrecht runter. Und dann ist der Weg immer schmaler geworden und dann mussten sie irgendwann die Wagen abkoppeln. Und dann haben sie ihr Gepäck auf die Pferde gelegt und sind auf Pferden weitergeritten. Und irgendwann wurde der Weg noch schmaler und dann mussten sie das Gepäck runterwerfen, weil das nicht mehr ging. Und dann wurde es noch schmaler und dann mussten sie die Pferde stehen lassen, sind zu Fuß weitergegangen. Und dann wurde es noch schmaler und dann mussten irgendwann ihre Schuhe ausziehen. Und dann kam auf einmal ein Seil von oben für jeden. Und dann hat sich an dem Seil festgehalten und ist weitergegangen. Und irgendwann war der Weg zu Ende. Und dann haben sie auf der anderen Seite einen großen Graben gesehen, einen großen Abgrund. Und auf der anderen Seite war die neue Welt, die himmlische Welt. Und dann haben sie gefragt, wie kommen wir da rüber? Und dann haben sie sich an das Seil erinnert und dann sind sie am Seil rübergeschwungen auf die andere Seite. Und diese Vision zeigt, dass je näher wir dem Ende kommen, desto mehr müssen wir unsere Dinge zurücklassen. Das heißt, auf das, woran wir jetzt unsere Sicherheiten festmachen. Wir haben gerne Kontrolle über alles, unser Leben. Aber je näher wir dem Ende kommen, desto mehr müssen wir die Kontrolle an Gott abgeben. Dass Gott die Kontrolle hat. Dass er für unser Essen sorgt, dass er für unsere Sicherheit sorgt, dass er für unser Leben sorgt. Und deswegen
wird Gott am Ende ganz bewusst uns die Dinge wegnehmen, auch unsere Lebensmittelvorräte, damit wir nicht sagen können, weil ich so ein toller Kerl bin, habe ich die letzte Zeit gut überstanden, sondern nur weil Gott für uns gesorgt hat. Mhm. Ja, wir werden letzte Krise, die letzte Zeit, das ist gerade die Zeit der letzten Plagen, das ist diese Zeit, da hat, wird Gott für uns sorgen, ja, und wir haben nichts anderes. Aber in der Zeit davor, in der Zeit der kleinen Trübsal und auch in der Zeit vor der kleinen Trübsal, nämlich vor dem Sonntaggesetz, denn wir sind noch nicht beim Sonntaggesetz. Und davor kann es auch noch Schwierigkeiten geben. Ich gab auch im Zweiten Weltkrieg, da gab es Schwierigkeiten und Hungersnöte und so weiter. Und da war noch keine Sonntaggesetz, noch keine Trübsalzeit der Endzeit. Deswegen auch in dieser Zeit, und da ist es sicherlich gut und richtig, sich Vorräte anzuschaffen. Mhm. Ich meine, das Wort Hamstern ist nicht unbedingt ein positives Wort. Das würde ich jetzt hier auch nicht gebrauchen. Hamstern heißt, dass man halt anderen was wegnimmt, was sie eigentlich auch brauchen würden und ich nur für mich das hamstere. Aber ich denke, Vorräte anschaffen ist sicherlich gut. Ich habe daran gedacht, dass, also, wenn man weiß, dass eine Krise kommt, ist es schon geschickt, sich darauf vorzubereiten, so gut man kann. Also ich denke an Josef in Ägypten zum Beispiel. Ja. Er wusste, eine Krise kommt. Er wusste sogar, wie lange die Krise ist. Genau. Er hat sich darauf vorbereitet. Ja, richtig. Und er wusste, 7 Jahre lang haben sie fette Jahre und dann 7 Jahre lang Hungersnot. Und deswegen hat er gesagt, 7 Jahre lang sollen wir Vorrat schaffen. Das war eine richtige Entscheidung, eine weise Entscheidung. Ja. Und auch Noah musste in der Arche. Die waren ein Jahr in der Arche. Und Gott hat ihm gesagt, er sollte Vorrat mitnehmen in die Arche. Die mussten ein Jahr lang die Tiere versorgen und selbst zu essen haben. Ne? Mhm. Hätte Noah gesagt, ja, Gott wird mich schon versorgen, dann hätten sie hungern können in der Arche. Mhm. Ne? Deswegen, sicherlich sollen wir auch jetzt Vorräte schaffen. Ist es interessant? Ich denke auch allein das Bundesministerium für Katastrophenschutz, ja, hat so eine Richtlinie rausgegeben, wo sie sagen, man sollte für mehrere Wochen sollte man Nahrungsmittel und auch Wasser zu Hause haben, dass man da versorgt ist, wenn irgendwelche, und zwar in ganz normalen Zeiten. Und in Krisenzeiten sicherlich noch ein bisschen länger vielleicht. Das ist wichtig. Zu Ellen White's Zeiten war es so, Ellen White lebte auf dem Land in Amerika und da war es üblich, dass man im Herbst geerntet hat. Und dann haben sie Sachen eingemacht, gelagert im Keller und da haben sie dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr davon gelebt. Ja? Also es war Vorratshaltung für ein halbes Jahr und das war damals normal. Und wenn wir heute vielleicht nur von Hand im Mund leben und wenn wir nicht mehr einkaufen können, schon in der nächsten Woche nicht mehr zu essen haben, dann ist das nicht normal. Ja, das ist eigentlich, wir sind komplett abhängig davon, das ist nicht gut. Ja? Deswegen Vorräte zu haben, die auch für mehrere Wochen und vielleicht auch für einen Monat vielleicht sogar reichen, ist durchaus sinnvoll, das ist weitsichtig und gerade so in der Zeit, in der Krisenzeit ist das auch angebracht. Und ich würde sogar sagen, gerade heute kam die Nachricht auch, dass es sein könnte, dass auch Lebensmittel nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen in den nächsten Wochen in Deutschland. Ist das durchaus angebracht. Ne? Ich habe gerade gestern gelesen, dass der Baltic Dry Index massiv gesunken ist. Der Baltic Dry Index, das ist der Index, der zeigt, wie die großen Schiffe auf den Weltmeeren gerade die Sachen, die trocken gelagert sind, wie viel da verschifft wird. Der ja? Seehandelsverkehr. Der Seehandel. Der Seehandel auf den Meeren und gerade bei den Trockengütern. Und der ist auf 80% eingebrochen. Auf 80 oder 80, nee, um 80%. Um 80% eingebrochen. Mhm. Also jetzt hat man nur 20% von dem, was man vor 2 Monaten hatte. Ja, und das liegt daran, weil alle abschotten, ja. Noch sind die Schiffe, die von der China losgefahren sind, kommen noch bei uns an, aber in ein paar Tagen ist es fertig, ja. Und das ist halt so, dass durch diese Abschottung viele Nahrungsmittel und auch andere Dinge, die wir brauchen zum täglichen Leben, gerade in China wird viel produziert, irgendwann haben wir zu wenig davon. Ne? Das wird wahrscheinlich in Kürze sehen. Bremerhaven, Hamburger Hafen, wo die Schiffe einlaufen. In wenigen Tagen wird das sichtbar werden, naja. Also ich glaube, wir können festhalten, dass ganz am Ende der Zeit, also wir sprechen da von einer großen Trübsal, also schon nach Ende der Gnadenzeit, dass wir da keine Besitztümer mehr haben. Dass uns vorher unsere Häuser weggenommen werden, unsere Grundstücke, also wirklich alles, was wir haben, auch unsere Lebensmittelvorräte natürlich. Aber eben heute, also bevor diese große Krise kommt, das schon geschickt, sich ein bisschen was anzulegen. Da wäre natürlich die Frage, wie viel hast du im Keller? Also bist du für 2 Wochen ausgestattet, für einen Monat oder für ein halbes Jahr? Wir haben schon einen Sack Getreide mit 25 Kilo da stehen. Und der reicht schon ein bisschen, ne? Wenn man davon Brot backt. Natürlich, man muss nicht unbedingt jetzt jeden Tag Kuchen haben. Ne? Aber ich denke, Sachen zu haben, um Brot zu backen oder auch, wir haben übrigens auch eine Wasserquelle, wo wir unser Wasser holen und wir hoffen, dass die noch weiter sprudelt. Ja? Ist egal, wie die Krise geht. Ja? Von daher braucht man da jetzt nicht unbedingt so große Mengen zu haben. Ne? Weil wir die aus der Nähe von uns holen. Aber es ist schon wichtig, dass man auch da... Und ich habe gerade in meiner
letzten Predigt, die ich gehalten habe, die hieß die Corona-Krise und Gottes Verheißung, habe ich gerade auch zitiert, wo Ellen White sagt, wenn wir das tun, was wir können, wird Gott für uns sorgen. Mhm. Das heißt, Gott sagt nicht, ihr müsst gar nichts tun und ich mache schon alles für euch. Es gibt solche Situationen in der Wüste, ja, da hat Gott das Manna gegeben, natürlich. Mhm. Ja. Aber selbst da mussten sie sammeln. Gott sagt, wir sollten schon das tun, was wir auch können. Und jetzt können wir und jetzt sollen wir auch für uns vorsorgen. Und wenn wir dann irgendwo was Not leiden, dann wird Gott auch in dem Moment sagen, okay, ich bin für dich da und ich gucke, dass, mhm. dass du auch genug hast. Ja. Da haben, glaube ich, auch all diejenigen von uns einen großen Vorteil, also die auf dem Land wohnen, die ein Stückchen Land besitzen, die in der Lage sind, selber was anzubauen. Ja. Also ich habe die Möglichkeit noch nicht. Ich will unbedingt aufs Land rausziehen. Es wird absolut Zeit. Ellen White hat damals schon aufgerufen, dazu aufs Land zu gehen. Genau. Hast du die Möglichkeit, in deinem Garten was anzubauen? Ja. Wir sind ja vor anderthalb Jahren umgezogen von Heppenheim bei Mannheim dort nach Leonberg. Wir haben in Leonberg nichts gefunden, weil das zu teuer war und auch zu städtisch. Und wir haben in Calw im Nordschwarzwald was gefunden, ein Häuschen, so ganz am Rand, ganz, ganz ruhig, ländlich, gleich Ende der Sackgasse, Ende vom Dorf, hinterm Haus leichte Wiese und der Wald. Und wir haben einen ziemlich großen Garten. Ja, wir haben 650 Quadratmeter Grundstück und da haben wir auch einen ziemlich großen Garten, wo wir auch tatsächlich Sachen anbauen. Und wir könnten sogar, wenn wir wollten, unseren ganzen Rasen noch umgraben und da auch noch Kartoffeln und Getreide, was soll ich da noch anbauen, könnten wir jederzeit auch noch da zusätzlich machen. Aber es ist wichtig, dass man da auch ländlich wohnt und auch Möglichkeit hat, eigene Dinge anzubauen. Ja, das ist auch noch so meins. Also ländlich wohne ich schon, schön weit außerhalb, aber anbauen kann ich da nichts. Das muss aber noch kommen. Genau, das glaube ich. Ich glaube, wenn man das hat, das ist super. Eine eigene Quelle auf dem Grundstück, das ist natürlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das würden wir uns auch wünschen, genau. Ja. Das haben wir leider auch nicht. Ja. Aber das hilft bestimmt. Ja, natürlich die Frage, also wenn ich in die Geschäfte gehe und mich da umgucke, was man da kaufen kann, also ich habe schon gesehen, Nudeln sind weitestgehend weg. Ja. Kurioserweise in Deutschland haben wir auch kein Toilettenpapier mehr. zumindest weniger. Also viele Dinge fehlen. Also auch Mehl. Ich habe gesehen, dass sich Menschen in Geschäften um Mehl gestritten haben. Ja. Also man sieht, so ein paar Dinge fehlen. Das ist jetzt gerade, was wir jetzt erleben. Wir können uns also ein paar Vorräte können wir uns hinstellen. Wir sollen natürlich darauf achten, denke ich, dass wir nicht so viel nehmen, dass wir anderen Leuten da was wegnehmen. Sondern es soll ja auch irgendwie sozial bleiben. Ja. Jeder soll für sich vorsorgen, so wie, glaube ich, auch der Katastrophenschutz das sagt. Das ist natürlich die Sache, was passiert eigentlich danach? Also wir haben jetzt eine Riesenkrise und was wir so erleben, ist, dass, ich meine, die Nudeln sind uns deswegen ausgegangen, weil viele Produzenten einfach gerade die Arbeit stillgelegt haben. Also die haben die Arbeit eingestellt, die liefern nicht, auch viele Speditionen, also einfach viele Unternehmen, die nicht arbeiten können, weil zum Beispiel ein Mitarbeiter Corona hat und jetzt einfach stillgelegt worden sind, die Betriebe. Jetzt, wie geht es denn danach weiter? Also wenn ich mir jetzt Italien angucke, Italien hat fast die gesamte Wirtschaft platt gemacht. Das alles zu. Die Menschen sind in Quarantäne, die haben ganze Städte abgeriegelt. Mailand, Bologna, einfach zu. Man kann nur noch mit einem Ausgehschein sozusagen sein Haus verlassen. Ja. Spazieren gehen ist auch nicht. Man kann zum Einkaufen und zurück. Ja, wie geht es danach weiter in Europa? Also ich meine, in Deutschland sind wir auch schon so weit, dass viele Betriebe schon Schluss gemacht haben. Viele melden Kurzarbeit an. Richtig. Ja, ja. Was kommt da auf uns zu? Die Sache ist ja die, einige mussten ja vom Staat wegen schließen. Gerade die Geschäfte, die Läden, die jetzt nicht Lebensmittel oder Baumärkte zum Beispiel. Genau, richtig. Und andere Geschäfte oder Betriebe können ja weiter produzieren. Viele machen es auch noch, aber viele können auch nicht mehr lange, weil sie irgendwelche Teile brauchen. Und die Zulieferindustrie, und die ist ja nicht nur in Deutschland, sondern die sind teilweise vom Ausland, brauchen sie Teile. Und das wird momentan immer schwieriger, dass die Teile rechtzeitig da sind. Und von daher kann es sein, dass in einigen Wochen immer mehr Betriebe zumachen müssen, weil sie gar nicht mehr können, weil sie kein Material mehr haben zum Weiterverarbeiten. Ja? Natürlich gibt es auch weitere andere Betriebe, die unbedingt auf Material angewiesen sind, im Dienstleistungssektor, der wird natürlich weitergebraucht. Aber ich glaube, dass es noch von der Wirtschaft her massive Einschnitte und Probleme geben wird. Bei Friseuren sind auch schon zu, nicht? Oder? Ja, natürlich. Und dann ist das Problem ja auch, und gerade wenn die Betriebe zumachen, dann haben sie keine Einnahmen mehr, sie verkaufen nichts und können also ihre Mitarbeiter auch irgendwo nicht mehr bezahlen. Also werden die entlassen. Und wir werden in Arbeitslosigkeit, die wird massiv steigen. Die Betriebe werden in Schwierigkeiten kommen. Der Staat versucht, sie zu stützen. Natürlich kann er nicht alles ersetzen, was sie verlieren in dieser Krise jetzt. Es wird viele Pleiten geben und es wird Riesenprobleme geben in der Wirtschaft. Ja. Glaubst du, es führt zu einem Zusammenbruch, zu einem Kollaps der Wirtschaft, der Weltwirtschaft vielleicht sogar? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin kein Prophet. Es wäre gut, wenn man es wüsste. Ich bin überzeugt, dass es sein kann, dass eine Weltwirtschaftskrise
Krise und Weltwirtschaftszusammenbruch kommen kann. Also rein menschlich gesehen ist es nicht auszuschließen. Mhm. Ja. Und es gibt sogar manche, die direkt da so eine Krise herbeiführen möchten und wollen und versuchen, die zu provozieren, um einen Zusammenbruch zu machen, um eine neue Weltordnung aufzurichten. Ob das jetzt dahinter steht, wissen wir nicht, aber menschlich gesehen ist es durchaus denkbar. Es gibt mehrere Szenarien. Szenario 1 wäre, die Wirtschaft geht runter und es gibt arge Probleme, aber es dauert vielleicht noch wenige Wochen, vielleicht nach Ostern oder Mai, wird sich alles wieder beruhigen, man kann wieder gehen, rausgehen, die Beschränkungen werden aufgehoben und man kann wieder produzieren und die Wirtschaft holt das nach, was sie jetzt 2 Monate hat liegen lassen. Und dann wird es, wenn wir mit einem blauen Auge davon kommen, könnte sein. Und da werden alle Weltuntergangspropheten Unrecht gehabt haben. Zweitens, es könnte sein, dass es schlimmer wird, dass man sagt, okay, wir müssen noch mehr Beschränkungen haben und dass durch die Wirtschaft natürlich auch dann die Banken in Schwierigkeiten kommen und dann die Staatsverschuldung natürlich auch massiv ansteigt, denn Amerika 2 Billionen US-Dollar. Da habe ich gestaunt. Ich glaube, ich gestern die Nachrichten gehört. Richtig. In Europa, Europäische Union hat auch schon 600 Milliarden, Deutschland auch schon 600 Milliarden zugesichert, also auch 1,2 Billionen auch schon in unserem Bereich. Das sind Summen. Das heißt mit anderen Worten, die Verschuldung der Staaten steigt damit ja auch immens. Und das bedeutet, dass auch die Staaten in Schieflage wiederkommen. Denn wir hatten schon eine Überschuldung der Staaten ja vorher schon gehabt. Und von daher kann auch durch diese Wirtschaftskrise eine Finanzkrise und eine Staatenkrise wiederkommen, wo das ganze System zusammenbricht. Ja. Mhm. Das dritte Szenario, was sein könnte, ist, falls das nicht direkt zusammenbricht. Damals, 2007, 2008, gab es ja auch schon diese Finanzkrise. Und damals haben die Staaten ja auch schon mit sehr viel Geld das Ganze gerettet. Ich denke in Deutschland 650 Milliarden Rettungspaket, der Rettungsschirm über die Banken und so weiter. Aber damals haben sie fast das meiste Geld in die Banken rein, in die Finanzwelt reingebuttert, um die zu retten. Und das gab nur Auswirkungen auf die Realwirtschaft und nachher auch auf die Bürger. Aber das viele Geld hat nur dazu geführt, dass die Liquidität wieder da war. Und es hat auch wenig Auswirkungen gehabt auf die Weltwirtschaft nachher, weil es gab keinen Inflationsanstieg, weil das Geld innerhalb der Finanzwelt geblieben ist. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Jetzt kommt die Krise nicht von der Finanzwelt, sondern die Krise kommt über den Virus in die Realwirtschaft. Und die bricht gerade zusammen. Und wenn die Realwirtschaft zusammenbricht und dann der Staat Milliarden, Abermilliarden reinbuttert, dann heißt das, die Güter werden immer weniger, die produziert werden. Und das Geld wird immer mehr. Und dieser Unterschied zwischen fehlenden Gütern, die zu wenig sind, und zu viel Geld, was auf dem Markt ist, bedeutet, es wird eine Inflation kommen. Und zwar nicht nur eine kleine, sondern es wird eine starke Inflation, sogar eine Hyperinflation könnte kommen. Ja. Mhm. Es könnte eine Inflation kommen wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, 28, 29, wo nachher eine Briefmarke 2 Milliarden Euro, oder nicht Euro, sondern Reichsmark oder was weiß ich damals gekostet hat. Also, dass das massiv hochgehen könnte, ja. Das ist abzusehen, wenn das, also das wäre das dritte Szenario, ja, dass es nicht direkt crasht, sondern dass es in den nächsten 1 bis 2 Jahren so eine Inflation gibt, die immer mehr ansteigt und irgendwann in der Hyperinflation enden könnte. Mhm. Nehmen wir mal an, das kommt zu einem Szenario, dass wir wirklich eine Hyperinflation erleben, also dass das Geld einfach völlig entwertet wird. Ja, das Geld wird entwertet. Damit ist der Staat zwar schuldenfrei, aber natürlich die Wirtschaft ist tot. Ja. Wenn das dazu kommt, was kann ich, also wie bereite ich mich denn heute darauf vor? Also wenn ich jetzt an Altersvorsorge zum Beispiel denke und ich denke, das sind Menschen, die bekommen irgendwie eine Rente und die ist irgendwann nichts mehr wert. Ja, und ich habe vielleicht heute noch Ersparnisse. Ja, also ja. Wenn ich da noch irgendwo 10.000 Euro liegen habe, was mache ich damit am besten? Wichtige Frage. Aber vielleicht, bevor ich die beantworte, noch ein kurzer Gedanke des Vorigen. Gerne, ja. Ich denke, welches von diesen Szenarien jetzt kommt, wissen wir nicht. Aber ich bin überzeugt, Gott hat seine Hand über das Ganze. Ja. Es passiert das, was Gott möchte. Wenn Gott will, dass wir noch Zeit brauchen, vielleicht noch 10 Jahre oder 20 Jahre oder irgendwie noch vielleicht ein bisschen länger oder 5 Jahre, wie auch immer, dann wird er das Ganze wieder einrenken lassen und es geht weiter. Mhm. Wenn Gott aber sagt, okay, jetzt ist die Zeit da und jetzt kann ein Zusammenbruch kommen und damit auch die letzten Ereignisse. Mit dem Zusammenbruch kommen ja nachher auch dann eine neue Weltordnung und nachher auch das Sonntaggesetz und die Dinge kommen ja alle als Folge dann daraus. Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit da, dann lässt er es passieren und dann kommt es auch. Also mit anderen Worten, nicht die Menschen entscheiden, sondern Gott entscheidet.
wann der Zeitpunkt ist. Die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt? Wenn jetzt so eine Inflation kommen würde oder auch selbst ein Crash kommen würde. Bei so einem Crash, auch bei der Inflation, heißt es ja, dass alles Geld, was wir haben, alles Bargeld und auch alles Geld, was wir haben, in Lebensversicherungen, wo auch immer, ist alles weg. Wenn das Geld entwertet wird und wenn wir eine Million gespart haben, sind die Millionen weg. Ja? Von daher ist es so, für Krisenzeiten, ich meine, ich bin jetzt kein Finanzberater und könnt mich auf mich berufen, er sagt, Olaf Röhr hat gesagt, das muss ich jetzt so machen. Aber das Prinzip ist einfach, dass man sagt, Sachwerte bleiben. Sachwerte überstehen eine Krise. Ja. Was sind Sachwerte? Sachwerte sind zum Beispiel physisches Gold, physisches Silber, Immobilien und Grundstücke. Mhm. Ja, das sind Dinge, selbst wenn die Währung zusammenbricht, wenn eine neue Währung kommen sollte, wie auch immer, selbst wenn eine Hyperinflation kommt, oder diese Werte bleiben. Wenn eine neue Währung dann kommt, dann hat man diese Werte immer noch. Man hat ein Haus immer noch danach. Und ein Grundstück hat man danach auch immer noch. Mhm. Und Gold oder Silber hat man danach auch immer noch. Also von daher, die Dinge bleiben. Ja? Während alles, was Geld wert ist, ist weg. Ja. Wobei die Gold- und Silberpreise schon utopisch hoch sind mittlerweile. Ja, mhm. Richtig, genau. Obwohl nicht die Goldpreise steigen, sondern Gold ist immer gleich viel wert. Nur der Wert der Währung fällt mehr oder weniger bei dem, was das Gold ist. Ne? Mhm. Aber was man hier auch sehen kann, dass das Stabilste zu allen Zeiten waren eigentlich immer Grundstücke. Denn selbst Immobilien können an Wert verlieren. Wenn zum Beispiel im Krieg eine Bombe das Haus trifft, dann ist das Haus weg. Ja, ist der Wert weg. Ja? Mhm. Oder auch der Staat kann auch Zwangshypotheken auf ein Haus legen. Ja? Das ist auch passiert schon in den 20er Jahren, im letzten Jahrhundert. Ein Grundstück behält seinen Wert immer. Ja? Es sei denn, man findet auf dem Grundstück irgendwelche toxischen Verunreinigungen, dann ist es auch einmal nicht mehr wert. Aber normalerweise bleibt der Wert eines Grundstücks. Oder Öl oder archäologische Schätze. Oder wenn man natürlich noch irgendwas findet, genau. Schatz oder Öl, dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Gewinn dabei. Also oder verliert alles nicht, oder? Ja. Enteignung dann. Richtig, genau. Ja. Es kann natürlich auch höchstens eine Enteignung geben. Es gab auch schon die Situation, dass auch Gold verboten worden ist, ja, Goldbesitz. Aber natürlich hat der Staat dann denjenigen, die das abgeben mussten, den Wert bezahlt. Wurde entschädigt. Entschädigt dafür, ja. Oder auch bei Grundstücken ist es auch so gewesen, ja, dass wenn man ein Grundstück hatte und es wurde enteignet, dann hat der Staat einem dafür das gegeben, was es wert war. Mhm. Allerdings, wenn man dafür das Geld bekommt und das Geld nachher nichts mehr wert ist, dann ist es auch nicht viel. Ne? Mhm. Von daher ist das. Aber wie gesagt, Sachwerte bleiben, während Geldwerte verschwinden. Der Unterschied ist noch folgender. Wenn es eine Hyperinflation gibt, dann werden natürlich alle Guthaben weg sein, aber auch alle Schulden weg sein. Das heißt, alle privaten Schulden sind dann getilgt, weil wenn ich jetzt eine Million Schulden habe und hinterher eine Briefmarke eine Milliarden kostet, dann kann ich mit einer halben Briefmarke meine Schulden bezahlen, die Millionen. Ja? Also von daher ist es so, dass in Hyperinflation auch alle Schulden auffrisst, natürlich auch alle Schulden der ganzen Staaten auffrisst. Aber wenn es einen Crash geben sollte, ohne Inflation, dann bleiben die Schulden. Ja. Mhm. Das heißt, dann werden die Schulden einfach ins neue System übernommen, 1:1 übertragen und dann hat man in der neuen Währung halt auch die Schulden wieder. Ne? Von daher ist es da ein Unterschied, wie das mit den Schulden aussieht. Mhm. Bei solchen Dingen, also wenn sowas passiert in den Staaten, also Kriege, große Katastrophen, Seuchen, Finanzcrashs und sowas, wie wir es zum Beispiel in den 20er Jahren erlebt haben, oder jetzt ganz aktuell eigentlich auch vor ein paar Jahren, also wenn wir so etwas sehen, gibt es da nur Verlierer oder gibt es da auch Gewinner? Bis jetzt haben wir, glaube ich, auch immer wieder gesehen, dass es Menschen gab, die dadurch sehr, sehr reich geworden sind, sehr viel Besitz sich aneignen konnten durch solche Krisen. Ist das auch so? Ja, es gibt immer Gewinner. Ja. Nur weiß man nicht vorher, wer die Gewinner sind. Hm. Ich denke, momentan sind die Gewinner der Klopapierhersteller. Ne? Die sind reich. Es wird so viel gekauft, ja, und die können so viel produzieren und die können sich eine goldene Nase verdienen. Ja? Aber auf der anderen Seite, es gibt immer irgendwelche, die auch in Krisensituationen große Gewinne machen. Ja? Zum Beispiel in den Börsen. In den Börsen wird seit Jahren, seit Jahrzehnten mehr Geld verdient an den Wetten, wie die Kurse steigen und fallen, als an den Aktien selbst. Ja. Das heißt, momentan, als die Krise anfängt, da musste man nur sehr hohe Wetten abschließen auf fallende Kurse. Und dann sind sie gefallen, um 10, 20, 30%. Ja, und dann könntest du Gewinne machen dadurch, durch diese Wetten. Mhm. Ja? Also von daher, Krise heißt nicht, dass alle ihr Geld verlieren, ne? Sondern es gibt manche, die ein Händchen dafür haben oder die wissen, was kommt vielleicht, ja, oder das ahnen, was kommt.
die profitieren immer davon. Aber es gibt nicht nur welche, die rein materiell Gewinner sind, es gibt natürlich auch andere Gewinner einer Krise. Zum Beispiel momentan ist unser Staat, einer der größten Gewinner ist. Warum? Bis jetzt war es so, dass die Wirtschaft eigentlich das Sagen hatte. Der Staat hat immer das gemacht, was die Wirtschaft über ihre Lobbyarbeit dem Staat aufdiktiert hat. Ich wollte gerade sagen, so Lobbyismus. Lobbyismus. Ja. Deutschland ist das Land der Lobbyisten. Ja? Mhm. Aber jetzt auf einmal ist der Staat derjenige, die Wirtschaft ist vom Staat abhängig geworden. Und der Staat ist derjenige, der die Kontrolle hat. Der hat das Geld, er gibt ihnen das Geld, obwohl er selbst keins hat, aber er gibt es trotzdem. Und der Staat kann auf einmal Gesetze machen. Und alle akzeptieren es. Da wundere ich mich, was gerade, also wie das alles durchgewunken wird. Ja, ja, mhm. Ja. Zum Beispiel, es wird angekündigt, dass man Gesetze macht, dass die Handys geortet werden dürfen von allen Leuten. Ist, glaube ich, in Spanien und Österreich oder so, ist das, glaube ich, jetzt so. Ja, richtig. Mhm. Deutschland ist angekündigt worden, ja. Oder dass man sagt, die Einschränkungen der Bürger, ja, dass die Ausgehbeschränkungen, ne? Oder dass man sagt, dass in Zukunft gewisse Dinge, ja, oder zum Beispiel, dass man sagt, es könnte sein, dass Immobilienbesitzer Zwangshypotheken verhängt werden. Ne? Also das heißt, der Staat könnte Gesetze machen, die auf einmal alle akzeptieren, weil man sagt, wir sind in einer Krise, mit Sicherheit geht vor. Ja? Und der Staat kann sich das leisten. In Friedenszeiten könnte er niemals sowas machen. Ja? Aber hier auf einmal kann er Gesetze machen, die Freiheiten einschränken, um die Sicherheit zu erhöhen. Und dadurch... Natürlich, wenn die Krise zu Ende ist, dann werden einige dieser Einschränkungen auch wieder aufgehoben, aber eben nicht alle. Das sieht nämlich so ein bisschen als Zitat von David Rockefeller, nicht wahr? Ja. Wir brauchen nur eine große Krise und die Welt wird die neue Weltordnung akzeptieren. Ganz genau. Richtig. Oder die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Genau. Richtig, ja. Mhm. Und das ist genau der Punkt, dass hier, man braucht Krisen, um Dinge zu verändern. Ja, kleine Krisen bringen kleine Veränderungen, große Krisen bringen große Veränderungen. Jetzt haben wir uns eine Weltkrise. Und das gibt die Chance, ist egal, wer sie verursacht hat. Aber diese Weltkrise bringt die Chance, dass man auch Weltveränderungen vornimmt. Ja? Und das, denke ich, das ist vorbereitet und das sieht man schon. Das heißt, in anderen Worten, die Kontrolle des Staates über den Bürger wird immer größer. Ja? Mhm. Und der Staat wird immer, der Bürger wird immer gläserner. Mhm. Müssen wir denn davon ausgehen, bei dem, was wir jetzt gerade sehen, also sozusagen, es kommt eine Krise und vielleicht gibt es da ein paar Gewinner, sozusagen, die da was rausnehmen. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, damals die Rothschilds in den napoleonischen Kriegen. Also wie sie an der Börse spekuliert haben, dann falsch gesagt haben, Napoleon hat den Krieg gewonnen und die Kurse gingen runter, die haben alles aufgekauft. Und dann hat sich festgestellt, Napoleon hat doch verloren. Und seitdem waren die super reich. Ja. Und das ist, glaube ich, also es gibt, glaube ich, ein paar Gewinner, gerade an den Börsen, wer das spekuliert. Aber wenn du sagst, die Staaten sind jetzt sozusagen, oder der Staat, der übernimmt jetzt den Lobbyismus, also er ist jetzt am Drücker. Ja. Können wir dann davon ausgehen, dass wir bald sowas wie ein Sonntagsgesetz sehen, also eine neue Weltordnung, die aufgebaut wird, ein weltweites Staatssystem und Sonntagsgesetze? Ja, also es ist so, wenn man so ein Weltsystem, eine Art Weltregierung aufbauen möchte, dann geht das nicht von heute auf morgen einfach so aus dem Alltag heraus, würde keiner akzeptieren. Natürlich, so eine Weltregierung kann nur kommen durch eine Weltkrise oder eine Art Weltwirtschaftszusammenbruch. Und von daher, wenn wirklich die Wirtschaft zusammenbrechen sollte, ist egal wie, ob das konkret ist durch einen Crash oder durch eine Hyperinflation oder wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Weltsystem kommt, eine neue Weltregierung kommt, ist sehr, sehr hoch. Gerade letzte Woche gab es im Spiegel einen Artikel, wo sie geschrieben haben, diese jetzige Krise erfordert ein gemeinsames Handeln. Sie erfordert eine Weltregierung, die alles steuert und alles kontrolliert, weil wenn jeder Staat seine eigenen Süppchen kocht, dann kriegt man die Sache nicht in den Griff. Ja, also braucht man eine zentral gesteuerte Geschichte. Ja. Deswegen ist das sicherlich sehr, sehr nah gerückt. Wenn Gott allerdings sagt, wir brauchen noch Zeit, es sollte noch keine Weltregierung kommen, dann wird Gott seine Hand drüber halten, das kommt nicht. Ja. Das hängt an Gott, was er sagt. Ja. Und es gibt noch einen Faktor, der für mich noch ganz wichtig ist an der Stelle. Einer der größten Verhinderer der neuen Weltordnung und der Weltregierung ist momentan Donald Trump. Das ist auch kurios, ne? Er ist jemand, der genau Amerika sehr stark nationalistisch regiert und alles tut, um diese neue Weltordnung zu verhindern. Deswegen hat er auch bei der Corona-Krise, weil er schon wusste, dass Corona-Krise zu einem Wirtschaftscrash führen könnte und dass genau das passieren könnte, dass so ein neues Weltsystem kommt. Deswegen hat er auch versucht,
Amerika am Anfang nicht so stark abzuschotten und ja, beziehungsweise nicht so starke Beschränkungen zu machen. Und er hat auch gerade gestern wieder gesagt, dass er vorschlägt, dass man schon vor Ostern schon wieder die Beschränkungen aufhebt, wo natürlich alle dann entsetzt waren in den USA. Aber weil er gesagt hat, die Wirtschaftsfolgen sind stärker und größer als das, was vielleicht durch den Coronavirus passieren kann. Was mich eigentlich total gewundert hat, ne? Am Anfang sagte Trump, er will also Einreiseverbote, gerade aus Europa. Ja, ja. Und dann sagte er im gleichen Atemzug, und übrigens auch Warenverkehr wird verboten, wo all die Hände um den Kopf zusammengeschlagen sind. Was hat er gesagt? Ja. Hat er auch sofort zurückgerudert und gesagt, ja, war nicht so gemeint. aber jetzt sozusagen, also ich glaube, er sieht schon, also wie die Wirtschaft darunter leidet. Ja. Interessant. Genau, und er merkt dann auch schon, dass wenn die Wirtschaft zusammenbrechen würde, dass das genau in diese Richtung neue Weltordnung geht, und das will er hier verhindern. Also er versucht ja alles, um die Wirtschaft nicht zusammenbrechen zu lassen. Deswegen denke ich, solange Trump an der Regierung ist und solange er nicht umkippt, also seine Meinung 180 Grad dreht, wird es keine neue Weltordnung geben. Denn die Bibel sagt eindeutig, und da gibt es einen interessanten Text in Offenbarung Kapitel 13, der ist für mich eines der wichtigsten Textstellen. Genau an der Stelle stehen wir jetzt, was jetzt passieren wird als nächstes. Und deswegen können wir auch schon sehen, wie die Entwicklung geht und wie das passieren wird. Nämlich auf Offenbarung 13, ab Vers 14, zweiter Teil. Und Vers 15, da steht, und er sagt denen, nämlich das zweite Tier aus der Erde, die USA, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Das ist Papsttum? Genau, also hier das zweite Tier Amerika sagt den Menschen, dass sie dem Papsttum ein Bild machen sollen. Und das Bild des Tieres hat drei Merkmale. Es ist religiös, es wird angebetet, Vers 15. Es kann Gesetze erlassen, Vers 16 und 17, dass niemand kaufen, verkaufen kann. Und es ist weltweit, Vers 16 allesamt. Also es ist, dieses Bild des Tieres ist sozusagen dieses letzte religiös-politische Weltsystem, was hier kommen wird. Aber hier steht, das zweite Tier Amerika wird die Initiative ergreifen, um dieses Weltsystem aufzubauen. Sie werden es nicht selbst machen, aber sie werden den Menschen der ganzen Welt sagen, jetzt müssen wir das machen. Das bedeutet aber, solange Trump dagegen ist, kann sich das nicht erfüllen, wie es hier steht. Denn Trump wird niemals der Welt sagen, jetzt brauchen wir die neue Weltordnung. Deswegen entweder muss Trump weg, entweder wird er nicht wieder gewählt im Herbst, oder wird ein Anschlag auf ihn gemacht, oder er dreht sich um 180 Grad. Und dann könnte es natürlich auch machen. Ne? Aber ja, solange Trump in der jetzigen Meinung bleibt, wird sich Offenbarung 13, Vers 14 nicht erfüllen. Mhm. Wenn du sagst Anschlag, denkst du an Kennedy und so. Super. Genau. Ja. Ich glaube, das ist seltsam. Also Donald Trump ist ja von seiner, also ich meine, er ist jetzt Präsident gewählt, aber so von seiner Art her ist er ein Geschäftsmann. Ja. Und er steuert sozusagen, er versucht jetzt sein Geschäft ist jetzt, das Land ist die USA, sein Geschäft sozusagen nach vorne zu bringen an die Weltspitze. Ja. Was ja natürlich eher ist ja unkollegial, fast unsozial ist den anderen Staaten gegenüber. Ganz genau. Und daraus ein System zu entwickeln. Aber vielleicht ist es genau das, was das bewirkt. Wenn die ganze Welt das jetzt sieht, wenn jeder Staat sehr egoistisch ist, nur an sich denkt, wenn die Welt irgendwann sagt, naja, wir hängen schon alle so zusammen, und wenn jeder nur an sich denkt, kann das nicht funktionieren. Wir müssen also alle zusammen irgendwas Globales starten. Genau. Vielleicht ist es genau das, was dahin führt. Und ich denke, es ist Folgendes. Seit Trump dran ist, hat Amerika tatsächlich wirtschaftlich wieder Aufschwung gehabt. Denn unter Obama ist Amerikas Wirtschaft, Obama war sehr stark, dass die USA versucht hat, die Weltwirtschaft und die Weltsache zu fördern, die Globalisierung. Und seit Trump, und der gesagt hat, Globalisierung, nein, wir gucken nur für uns selbst, ist Amerika stärker geworden. Aber jetzt durch die Krise wird man irgendwann sagen, dass Amerika allein geht es auch nicht. Ja? Und von daher, das Pendel ist momentan wieder von der Globalisierung zurückgeschwungen durch Trump Richtung Nationalismus. Und wenn das Pendel wieder zurückschwingt in die andere Richtung, dann kann es sein, dass es durchschwingt bis Richtung Globalisierung, Vollendung. Ja? Also ein Weltsystem, und das wird, denke ich, ähnlich sein wie beim Turmbau zu Babel. Ja? Ein Weltsystem, was sie aufbauen, die ganze Welt vereint, ja, am Ende gegen Gott und Gottes System. Was ich ein bisschen traurig finde, auch für die US-Amerikaner, dass nicht kurz vor dem Ausbreitung dieses Coronaviruses, sind da nicht jetzt vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht diese Obamacare aufgelöst worden? Ja. Jetzt, das heißt, wenn ich jetzt in den USA erkranke, ja, dann wird das richtig teuer für mich. Ja, richtig. Das ist das Problem, dass die USA, die bräuchten ein Gesundheitssystem. Ah, genau, vielleicht soll es dazu gesagt werden, die Obamacare, das ist so ein Gesundheitssystem. Genau. Die bräuchten ein Gesundheitssystem, wo wirklich auch die Menschen auch in Krisenzeiten
medizinisch, gesundheitlich abgesichert sind. Ja? Mhm. Und das war eigentlich vom Obama, war das eigentlich recht gut gewesen. Das war sowas wie unsere Krankenversicherung. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und das hat Trump wieder aufgelöst. Ja? Und das ist schon ein Problem. Dann. Also bitte, dann ganz aufgelöst wird und dann kommt plötzlich die große Krise. Pandemie. Genau. Mhm. Jetzt, ich weiß nicht, wir haben nur nicht mehr so viel, aber ich will noch ein paar Fragen, ja, die wir von den Zuschauern, also was ich zum Beispiel als E-Mail bekommen habe, ist hier eine Frage, die heißt, ist es jetzt Zeit, die großen Städte zu verlassen und aufs Land zu ziehen? Also wo wir das sehen weltweit, was gerade los ist, und ich meine, es ist Finanzcrash, es sieht so aus, es führt scheinbar zur neuen Weltordnung, also zumindest geht es da irgendwie hin, wir wissen, prophetisches kommt, wir können nicht sagen, wann, wir sehen so ein bisschen Zeichen in der Welt und man fragt halt, ist es mit jetzt die Zeit, die Städte zu verlassen? Also ich glaube, Ellen White hat ja schon damals zu ihrer Zeit gesagt, jetzt, also geht schon raus aus den Städten. Ja. Warum eigentlich? Ich denke, wenn man die Frage so sieht, dann muss man sagen, ja, es ist jetzt die Zeit. Mhm. Ich denke, und sie nennen auch Gründe, warum man rausgehen sollte. Sie sagt, erstens, auf dem Land ist es sicherer, zweitens, auf dem Land ist es gesünder, drittens, auf dem Land hat man weniger Versuchungen. Und dann sagt sie aber, der Hauptgrund, warum wir in der Endzeit das Land aufs Land rausziehen sollen, ist, weil wir in der Endzeit in den Städten Probleme haben werden. Ja. Sie sagt, sie hat sogar gesehen in Visionen, wie ganze Städte verwüstet wurden, mhm. ja. wie sie gebrannt haben und niemand raus konnte. Ja. Und sie hat sogar Städte genannt, die sie gesehen hat in den Visionen. Ja. Und wir sehen heute ja auch das. Ist das die Vision mit San Francisco und so? Ja, genau, San Francisco, richtig. Ja. Ja, aber das war nicht nur die damalige Erdbeben, was es gab, sondern sie hat auch für die Zukunft. Ja? Mhm. Einige Städte genannt, ich glaube New York nennen sie und San Francisco die in der Endzeit zerstört werden. Ja? Mhm. Und deswegen sagt sie, wir sollen in der Endzeit in den Städten arbeiten, aber außerhalb wohnen. Ja? Mhm. Und ich denke, wir sehen ja jetzt schon, durch diese Krise sind manche Städte abgeriegelt worden. Ja. Und wenn es Ausgangssperren gibt und du wohnst irgendwo im Hochhaus, ja, und dann kannst du dich dreimal um deinen Sessel drehen, ja. Und das war es dann an Bewegung. Mhm. Ne? Wenn du aber auf dem Land wohnst, dann kannst du rausgehen an die Natur. Ja? Selbst wenn du dein Grundstück nicht verlassen hast, aber du kannst wenigstens auf deinem Grundstück ein paar Runden ziehen, ja, und frische Luft haben. Ne? Und du kannst auf dem Land anbauen auch, ja. Und von daher ist das schon gut und wichtig. Ich denke, natürlich, es ist schon lange Zeit, aufs Land zu ziehen. Ja, mhm. Aber ich denke, es gibt eine rote Linie, wo man sagen kann, jetzt ist es zu spät. Ich denke, wenn das Sonntaggesetz kommt, dann ist diese rote Linie da. Ja. Und dann sagt Ellen White, viele wollen denn noch, aber können nicht mehr. Ja, ich glaube, die letzte Möglichkeit für uns, wenn wir das Gesetz hören in den USA. Ja, allerdings schreibt Ellen White auch, das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Sie sagt, also damals in ihrer Zeit haben viele gefragt, weil sie empfohlen hat, also raus aus den Städten, ja, die genau. Städte, das ist Sodom und Gomorra, ihr müsst aufs Land raus. Und haben einige ja relativ schnell sozusagen Sachen gepackt, haben irgendwas gekauft und sagt, Ellen White, genau, nicht überstürzen, ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst verstehen, wie das funktioniert, weil es nützt nichts, wenn ihr aufs Land zieht und dann da völlig verkommt in Armut, weil ihr nicht vorbereitet seid. Und vor allen Dingen damals war es auch so, das Landleben war damals vollkommen anders, als es heute ist. Damals war in der Stadt relativer Komfort, da hatte man fließend Wasser und wie wir heute auch haben, und an Abwasser und Kanalisation und auf dem Land hatte man es alles nicht. Da musste man, wie die Heizung hat, musste man selbst Holz hacken im Wald und weiter. Und wer das nicht konnte, der war aufgeschmissen. Dann, ja. Von daher, damals war das Landleben war wirklich Pionierarbeit. Ja. Und da war nicht jeder dafür geeignet. Heute, wenn wir auf dem Land leben, dann lebst du nicht anders wie in der Stadt. Du hast Kanalisation, du hast Strom, du hast alles, was du brauchst. Ja. Und von daher ist das heute auf dem Land ist das sehr viel einfacher. Natürlich ist es gut, wenn man auf dem Land lebt, dass man auch ländlich lebt, auch einen ländlichen Lebensstil hat. Ich kann auch auf dem Land leben und jeden Tag nur vor dem Internet sitzen, ja, und trotzdem in Babylon sein, ja. Mhm. Also deswegen, ländlich leben heißt auch, dass ich auch viel in der Natur bin, dass ich auch selber anbaue, dass ich mich auch ein bisschen mit Gartenbau auskenne und dass ich auch da mich mit beschäftige mit diesen Dingen. Und gerade jetzt gibt es ja auch so, selbst in Deutschland gibt es ja noch schöne Flecken, wo man auch günstig kaufen kann, also Harz, Sachsen, Thüringen ist günstig, Mecklenburg, Brandenburg, die ganzen neuen Bundesländer. Ganz genau. Wenn man jetzt nicht gerade in der Nähe von München wohnen will oder um Stuttgart rum ist, haben wir wahrscheinlich jetzt gerade noch die Möglichkeit. Genau. Und noch etwas. Manchmal ist es wichtig, dass wir Gott darum bitten. Dass wir gucken und fragen, ja was, lieber Gott, ich möchte jetzt gerne raus. Zeig du mir die Möglichkeiten. Und Gott kann uns die Türen öffnen. Mhm. Zum Beispiel, als ich in Mannheim war, habe ich auch öfter darüber gesprochen, über die Endzeit und auch, dass wir aufs Land ziehen sollten. Und da gab es eine ganze Reihe Familien, die sind dann aufs Land gezogen. Ja? Und, die,
Und die wohnen jetzt im Odenwald, irgendwo auf dem Land, und die haben sogar eine neue Gemeinde gegründet dort, Waldmichelbach. Ja. Ach, die habe ich besucht. Ja, genau. Schöne Gemeinde. Herzliche Grüße an die Waldmichelbacher. Ja. Genau. Und das ist schön. Ja. Und ich denke, es gibt auch manche, die sagen auch, ich möchte auch aufs Land, aber die haben noch nicht die Gelegenheit. Vielleicht noch nichts gefunden oder irgendwie. Ja. Da kann man sagen, lieber Gott, wir können dafür beten. Und Gott kann uns zeigen, okay, hier ist die Gelegenheit, hier, dass Gott uns die Grundstücke zeigt und dass wir dann vielleicht das, was wir haben, verkaufen können oder wie auch immer, ja, und dass Gott zu richtigen Zeitpunkt die Tür öffnet dafür. Denn wenn wir bereit sind zu gehen, wird Gott auch die Türen dafür öffnen. Mhm. Okay, danke. Ich hoffe, es sind noch ein paar Fragen angekommen. Wir sind ein bisschen knapp, aber ich frage trotzdem mal. Eine E-Mail kam zu mir, hatte jemand aufgrund der Krise gefragt, fängt jetzt der Spätregen an? Ist, glaube ich, so eine Frage. Also der Spätregen ist sozusagen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes nochmal ganz am Ende der Zeiten, ähnlich wie der Frühregen, also Pfingsten, über die Gemeinde ausgegossen wurde, der Heilige Geist, so wird am Ende der Zeiten, so da sagt das prophetische Wort, nochmal der Spätregen ausgegossen werden, der noch mächtiger sein wird als der Frühregen. Und jetzt die Frage, das ist die Krise, fängt der jetzt an? Also hat in dieser Corona-Krise fängt jetzt der Spätregen an? Das ist eine interessante Frage. Ja, also wenn man sich erstmal so stellt, wie sie da steht, muss man sagen, nein. Mhm. Warum? Es gibt ein Zitat von Ellen White, Brief B, 99, da sagt sie, dass der große Streitpunkt, das Sonntaggesetz, wird diejenigen ausjäten, die nicht, Gott nicht eingesetzt hat, und dann wird die Gemeinde rein sein und ist vorbereitet auf den Spätregen. Mhm. Also hier bringt sie drei Ereignisse in eine gewisse Reihenfolge. Erst das Sonntaggesetz. Durch das Sonntaggesetz kommt eine Sichtung. Das heißt also, dass diejenigen, die nicht wirklich bekehrt sind, aus der Gemeinde rausgehen und die anderen drin bleiben. Und dann ist die Gemeinde rein und dann kommt der Spätregen. Das ist nämlich Folgendes. Gott schickt den Spätregen nicht, dass er sagt, jetzt ist die Zeit und jetzt gebe ich ihn, sondern es hängt von uns ab. Mhm. Gott wird den Spätregen heute geben, wenn wir heute bereit wären. Aber die Bedingungen müssen erfüllt sein. Und Gott, ich denke, die ersten Tropfen des Spätregens können schon fallen. Und das heißt, wenn eine Erweckung geschieht, dann können schon Wunder geschehen und Gott kann den Heiligen Geist ausgießen. Auf einzelne, auf verschiedene Gruppen, wenn die Bedingungen erfüllt. Aber eine der Bedingungen ist auch die Einigkeit untereinander und die Liebe untereinander. Und da sehe ich leider so, dass weltweit gesehen, auch deutschlandweit gesehen, die Adventgemeinde die Einigkeit nicht zunimmt, sondern sie nimmt immer mehr ab. Wir gehen immer weiter auseinander. Ja. Und der Streit wird immer größer, immer breiter. Deswegen ist die Bedingung für den Spätregen immer schlechter. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, wie Ellen White sagt, durch das Sonntaggesetz wird es eine Sichtung geben und dann wird es wieder eine Einigkeit geben. Und dann sind die Bedingungen auch da und dann kommt der Spätregen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt warten wir mal bis dahin, sondern wenn ich persönlich in meinem Leben Dinge verändere, wenn ich die Bedingungen erfülle, die Gott sagt, wenn wir als Gruppe das tun, als Gemeinde das tun, dann kann Gott jetzt den Heiligen Geist in Fülle schon geben und dann können Wunder geschehen und dann kann Gott Dinge machen, die erstaunlich sind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sehen wir auch gerade. Ich glaube, also die Sichtung sozusagen, die erleben wir auch jetzt schon. Also wie die Sichtung ist ja beschrieben, da kommen Irrlehren in die Gemeinde rein, es wird heftig geschüttelt, also wie so ein Rüttelsieb. Und gleichzeitig aber auch, also wie du schon sagst, so der Spätregen fängt an zu tröpfeln. Ja. Also man sieht ja heute, das ist ja gerade das ganz Besondere, was wir in unserer Zeit sehen. Wir sehen ja, dass Erweckung hier und da jetzt, also genau. Weltweit. Vielleicht erleben wir in Europa gerade wenig davon, aber wir sehen es trotzdem auch hier. Aber weltweit, das knistert gerade in allen Gemeinden und überall bilden sich kleine Ministries, Gruppen und richtig, so. Richtig. Und das ist auch für mich total schön zu sehen, dass auch viele Jugendliche total initiativ jetzt vorangehen, irgendwelche Gruppen bilden. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man wirklich auch, ob das Jugendliche sind, ja? Auch, dass wir die Missionsschulen haben, ne? dass wir auch Gemeindeschulen haben, auch in Baden-Württemberg, ne? Die immer mehr werden, ja? und dass auch unsere Kinder da vorbereitet werden, ne? auch da Zeugnisse zu Missionare zu sein. Ja? Und Gott macht immer mehr Wunder. Ich erlebe auch immer häufiger, dass Gott auch in den Gemeinden auch Träume gibt. Ja, und durch Träume führt, ja, oder auch andere Wunder geschehen, also da könnte ich ja stundenlang erzählen von Erfahrungsberichten, ja, aber das ist, das heißt... Und ich bin mir sogar sicher, die Zuschauer würden das jetzt gerne hören, genau. Aber wir schaffen es nicht mehr. Ja, richtig, genau. Nächstes werde ich mal einen Vortrag darüber machen, über Erfahrungsberichte. Aber das heißt, dass Gott bereits begonnen hat, hier und dort, überall, besonders zu wirken, ja, und auch übernatürlich zu wirken und direkte Führung Gottes man sehen kann, ne. Deswegen, es ist jetzt die Zeit, dass wir uns Gott ganz weihen und deswegen ist es wichtig, um den Spätregen zu beten. Das ist wichtig, dass wir darum beten. Aber es ist genauso wichtig, dass wir Gott fragen, lieber Gott, was kann ich in meinem Leben verändern, dass ich persönlich bereit bin, um den Heiligen Geist zu empfangen.
Oder nimmst du mir genau eine Frage ab, die uns gestellt wurde? Ach, die kam hier, wie kann ich mich persönlich auf Jesu Wiederkommen vorbereiten? Also was kann ich jetzt tun in der Zeit, in der ich vielleicht, viele sind zu Hause. Also ich kenne ganze Gruppen, ganze Gemeinden, die sitzen gerade in Italien wirklich zu Hause, können nicht arbeiten gehen, können nichts machen. Und die können nicht mal rausgehen zum Spazieren gehen. Die sitzen den ganzen Tag in der Wohnung. Ja, ja. Man kann die Zeit vielleicht nutzen. Also was kann man da persönlich machen? Ja, also ich sehe als Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft, sehe ich drei Dinge. Das erste ist Bekehrung zu Jesus. Das zweite Bekehrung zur Gemeinde. Das dritte Bekehrung zur Mission. Manchmal sehen wir nur, ich habe mich zu Jesus bekehrt und das ist alles in Ordnung und jetzt bin ich ja Gottes Kind, jetzt bin ich gerettet und das war's. Mhm. Aber das reicht nicht. Mhm. Natürlich ist das wichtig, das ist die Grundlage. Ohne Jesus kann man nicht gerettet werden. Und ich kann auch nicht durch eigene Werke mich erlösen, das ist klar. Mhm. Deswegen ist das erste Bekehrung zu Jesus. Das heißt, nicht nur ich übergebe Jesus mein Leben, sondern ich kann in der Hingabe wachsen. Und je mehr ich zunehme an Wissen, je mehr Dinge Gott mir zeigt, desto mehr kann ich auch wieder Gott hingeben und mich in diesen Dingen nach Gottes Willen richten. Mhm. Ob das jetzt zum Beispiel ist, dass Gott mir in der Ernährung zeigt, ich soll hier was ändern. Oder in anderen Lebensstilfragen, ich soll hier was ändern. Ja, und dann kann ich mich Gott noch mehr hingeben und da auch noch drin wachsen. Ja. Dass ich mehr Zeit verbringe mit Gottes Wort. Ich denke, es wäre wichtig, dass wir jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde in der Bibel lesen, in dem Wort Gottes. Denn das ist eine Kraft, nur das verändert mich. Wir werden umwälzende Veränderungen erleben in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde, wenn wir jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde in dem Wort lesen würden. Mhm. Da würden Wunder passieren. Ja. Ja. Das nächste ist auch, dass wir im Gebet zunehmen, dass wir zusammen kommen zu beten, ob das per Telefon ist, ob das im persönlichen Bereich ist. Ja? Das Gebet ohne Gebetskreis ist eine Gemeinde tot. Gebet trägt alles. Hier ist, glaube ich, also du bringst mich direkt zur nächsten Frage hier. Ein Mensch sagt, wie kann ich jetzt noch Menschen überhaupt erreichen? Wenn du sagst, der dritte Punkt ist sozusagen die Mission, also Bekehrung zu Christus, zur Gemeinde, dann aber auch die Mission. Genau. Jetzt ist es ja so, dass ich kann ja mit niemandem mehr sprechen. Also man darf nur noch sozusagen zu zweit rausgehen. Jetzt momentan in Deutschland ist es so. Ich darf nur noch mit der Familie unterwegs sein. Ich darf meinen Nachbarn nicht besuchen. Wie missioniere ich denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Gerade dieser dritte Punkt zur Mission. Die Frage, das Entscheidende ist nicht die Methode. Das Entscheidende ist die Einstellung. Mhm. Und wenn ich eine missionarische Einstellung habe, dann kann ich nicht anders. Dann ist das mein innerer Drang. Und zwar, das ist erstens, dass ich Liebe zu Menschen habe. Wenn ich keine Liebe zu den Menschen habe, dann werde ich auch nicht missionieren. Und wenn ich missioniere ohne Liebe zu Menschen, dann werde ich in die Bibel um die Ohren schlagen, aber dann geht es mir nicht um die Menschen, dann geht es mir nur um, dass ich ihnen was gesagt habe, dass ich Recht habe. Es geht nicht um Rechthaberei in der Mission, sondern es geht darum, dass wir Menschen lieben, dass sie auch in der Ewigkeit bei Gott sind. Mhm. Ja. Deswegen das Erste, was ich mir überlege, habe ich Liebe zu Menschen? Dass ich darum ringe und bete, lieber Gott, gib mir Liebe zu den Menschen, zu meinen Nachbarn, zu irgendwelchen Menschen, denen ich irgendwo begegne. Ja. Manchmal führt Gott auch Menschen zu uns, die uns unsympathisch sind, die wir auch lieben sollen und die wir auch zu Jesus führen können. Natürlich. Mhm. Ja. Wir können uns den nicht aussuchen. Gott sucht die für uns aus. Ja. Das Zweite ist, dass wir einen Eifer an den Tag legen, einen Eifer an der Hingabe und auch zu Opfern bereit sind. Manchmal sagen wir, wir machen Missionen, wenn wir noch Zeit übrig haben. Aber das ist wie mit Geldopfern. Es geht nicht um was übrig zu haben, sondern dass ich auch auf Dinge verzichte, um Menschen zu retten. Mhm. Vielleicht auf Zeit verzichte, auf Geld opfere, Zeit opfere, vielleicht psychische Kraft opfere, um mit Menschen mich zu beschäftigen. Oder wie auch immer. Ja? Und natürlich auch die Frage, was kann ich tun? Und natürlich, wenn es um die Frage, was geht, Nachbarschaftshilfe ist momentan Nummer eins. Die Schule in Esni. Die Josia Missionsschule, die ist ganz fleißig dabei, habe ich gehört, dass sie jetzt für ältere Menschen einkaufen gehen. Ja. So sogar in der Zeitung da gestanden haben, ist sehr, sehr schön. Also das sind so praktische Dinge, die man Richtig, machen kann. Genau. Ich erlebe das jetzt zum Beispiel, also jetzt gleich nach unserem Gespräch, werde ich zum Beispiel eine Bibelstunde haben in der Gemeinde in Neapel. Ach ja. Die haben noch nie gefragt, aber jetzt momentan sind die alle zu Hause und sagen, wir wollen weitermachen. Okay. Aber jetzt tun sich plötzlich Chancen auf, dass wir wirklich per Skype oder was auch immer, Zoom und wie die ganzen Sachen heißen, ist die Möglichkeit haben, wirklich zu den Gemeinden direkt zu sprechen. Die versammeln sich jetzt alle vor ihrem Rechner, vor ihrem Fernseher und gucken die Sendung. Genau. Richtig. Ist eine super Sache zu missionieren. Genau. Oder mal telefonieren oder mal einen Brief schreiben. Richtig, genau. Gerade, man kann alle anderen Medien benutzen. Ne? Mhm. Telefonieren, Briefe schreiben oder auch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun reden. Ne? Das geht ja, ist auch noch erlaubt. Mhm. Ne? Und von daher, aber ich kann auch darum beten, lieber Gott, bring du mich mit Menschen in Kontakt, wie auch immer, die offen sind. Mhm. Und gerade durch die Krise ist es eine riesengroße Chance. Denn in Krisenzeiten werden die Menschen offener für Gott.
Menschen, die nie nach Gott gefragt haben, auf einmal fragen sie nach Gott. Ja? Und Gott kann uns mit diesen Menschen in Kontakt bringen, die nach ihm fragen, wie auch immer. Ja? Und natürlich, wir können auch die Menschen auch hinweisen aufs Internet. Ja? Gerade Amazing Discoveries, ja? oder auch Adventgemeinde Leonberg, haben wir auch viele Videos, oder auch andere, wo die Menschen, sie sind jetzt zu Hause, sie haben mehr Zeit, sie denken über Gott nach, über den Sinn des Lebens, wenn genau die Dinge, ja, dass das gerade jetzt die Stunde ist, wo das noch viel intensiver genutzt werden kann, dass wir die Menschen hinweisen und sagen, guck, schauen Sie mal im Internet auf die Seite. Das glaube ich, abschließend die Frage, welche Chancen ergeben sich für uns aus der Krise, hast du gerade schon gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir die Menschen auf so eine Dinge hinweisen können. Wir haben ja einige, also in Deutschland, wir sind ja eigentlich ganz gut besetzt, also für die Adventgemeinde Leonberg, von der du gerade gesprochen hast, oder Amazing Discoveries, wo wir hier gerade sind, die UL Media haben wir. Es gibt viele Möglichkeiten sozusagen, wo man schauen kann und Dinge, die wir jetzt auch weitergeben können. Denn gerade in der Krise, glaube ich, freuen sich die Menschen auch über ein gutes Wort, über ein Trostwort auch aus der Bibel. Richtig, richtig, genau. Ich habe jetzt gerade letzten Sabbat die Predigt gehalten in UL Media über das Thema die Corona-Krise und Gottes Verheißungen. Ja, und wo ich auch gezeigt habe, dass das gerade Gottes Verheißung uns Kraft geben, ja, uns die Angst wegnehmen, ja, und dass wir getrost mit Gott gehen können. Ja. Und das ist nicht nur für Adventisten gut, das ist für alle Menschen gut. Ja. Denn die Menschen haben Angst. Ja. Und Angst ist übrigens auch ein Instrument, was manche gebrauchen, um die Menschen steuern zu können. Denn wenn Menschen Angst haben, sind sie steuerbar. Ja. Ja. Aber warum keine Angst zu haben? Weil wir in Gottes Hand sind. Ja. Und das können wir den Menschen weitergeben. Mhm. Ja. Dass die Menschen auch durch die biblischen Verheißungen Gottes Hilfe, Gottes Beistand, Gottes Trost bekommen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Also ich habe hier noch ein paar Fragen, aber die müssen wir uns vielleicht für eine nächste Runde mal aufheben, unsere Sendezeit vorbei ist. Ja. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, ins Gespräch zu kommen über diese Dinge. Also selbst in dieser Zeit der Krise haben wir ja gesehen, Gott hält die Sachen in der Hand. Ja. Wir haben die Möglichkeit, diese Dinge zu nutzen, die wir hier sehen, um zu Menschen zu kommen, die sonst vielleicht kein offenes Ohr, kein offenes Auge für die Dinge haben. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und nun, wir hatten ja schon am Anfang gesagt, wir wollen ein bisschen so weitermachen, indem wir dieses Format Eisberg voraus, was damit auf sich hat, erklären wir noch im Laufe der nächsten Sendung. Eisberg voraus soll ja ein bisschen weitergehen. Da wirst du auch wieder bei uns sein. Wir werden mit dir noch mehrere Dialoge haben zu aktuellen Themen. Und hier die Sache, wenn wir die ganze Zeit hier Fragen vorlesen, also Fragen, die von irgendwelchen Zuschauern kommen oder die zu uns geschickt werden, ihr habt auch die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken. Die wollen wir dann hier auch gerne versuchen zu beantworten, so gut es geht. Wir wollen sie zumindest zur Diskussionsgrundlage nehmen und uns dann darüber austauschen, mit dem Olaf oder mit wem auch immer, wer noch dazukommen mag zu der Runde. Schickt diese Fragen an uns, und zwar an fragen@amazing-discoveries.org. Also wir blenden das hier unten nochmal ein, fragen@amazing-discoveries.org. Und wir werden diese Fragen sammeln. Wir hoffen, dass wir nach und nach so alle, die da kommen, beantworten können oder zumindest darüber sprechen können, sie behandeln können. Wir können nicht versprechen, dass wir auf alles eine Antwort haben, aber wir wollen sie zumindest zum Thema machen. Und wir werden uns immer wieder Gäste einladen, mit denen wir darüber sprechen. Und wir wollen das in Zukunft, in den nächsten Wochen, wenn das technisch möglich ist, wollen wir das so machen, dass wir eine Art Live-Chat anbieten. Also, dass wir diese Sendung in Zukunft live haben werden und dass ihr dazu eure Fragen und Kommentare mit reinschreiben könnt. Und die wollen wir versuchen, in der Sendung direkt live mit aufzunehmen, diese Dinge. Das ist sozusagen unser neues Format, Eisberg voraus. Da wollen wir das mal probieren. Es wäre schön, wenn ihr dabei seid, wenn ihr da mitmacht und wenn wir da zusammen Diskussionen haben können. Also auch auf dich freue ich mich dann, wenn es dann weitergeht. Ja. Wir haben heute schon ganz viel von dir gehört, auch gelernt. Und dann schauen wir, wie wir sozusagen das nächste Format da mitmachen. Nicht nur wir beide, sondern live noch hoffentlich mit vielen anderen Zuschauern aus der ganzen Republik und vielleicht sogar aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Würde mich freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch. Gottes Segen.